Wir haben gesehen, wie die Pfingstbewegung ausgehend von Los Angeles über Norwegen auch nach Deutschland kam und dass man in ganz Deutschland Erweckungsluft schnupperte. Aufgrund des gut vorbereiteten Bodens unter den deutschen Christen wurde das Wirken des Heiligen Geistes von den erweckten Kreisen begeistert und völlig vorurteilsfrei aufgenommen. Die Sehnsucht und Erwartung war so groß und jetzt endlich, nach so langem Warten, Jahre, Jahrzehnte, hatte Gott solch einen großen Segen geschenkt. Man stand vor einer neuen Zeit. Der neue Aufbruch hatte jedoch eine innewohnende Dynamik mit Begleiterscheinungen, die den damaligen Leitern nicht bekannt waren. Die vom Heiligen Geist ergriffenen Menschen reagierten mitunter mit Manifestationen. Manche waren seelisch. Im Regelfall waren sie völlig harmlos, aber die Leiter, die durchaus auf preußische Ordnung bedacht waren, waren irritiert, waren befremdet und wussten nicht so recht, wie sie damit umgehen sollten. Manches hat die Christen geradezu abgestoßen. Sollte das tatsächlich vom Heiligen Geist sein? Bereits 1692 hatte der Vater des deutschen Pietismus. Philipp Jakob Spener über solche Dinge geschrieben. Er hatte das Auftreten solcher Phänomene und Manifestationen beschrieben, die offensichtlich zu seiner Zeit auch nicht unbekannt waren. Dieser Heilige Geist verhielt sich jetzt also ganz anders, als man es in diesem Land gewohnt war, das so sehr von preußischem Kadavergehorsam und von Nationaldenken geprägt war. Nun fingen ab 1906 in den verschiedensten christlichen Kreisen an, Leute zu Weissagen, zu Prophezeien, in Sprachen zu reden und vieles war zweifellos göttlich inspiriert. Aber manches hatte einen eigenartigen Beigeschmack. Manches wirkte in der Tat sehr befremdlich. Wie sollte man jetzt damit umgehen? Wer durfte es wagen, dem Wirken des Heiligen Geistes hier hindern entgegenzutreten? Aber was war, wenn das gar nicht der Heilige Geist war? Neben dem Thema Manifestationen sorgte vor allen Dingen das Sprachengebet der Zungenleute, wie man sie schon bald nannte, Zungenleute, für Gesprächsstoff. Und geistliche Leiter sahen sich jetzt ganz massiv vor die Herausforderung gestellt, einerseits das Wirken des Heiligen Geistes nicht dämpfen zu wollen, andererseits aber auch dem Schreckgespenst eines Schwarmgeistes keinen Raum geben zu wollen. Dieser sogenannte Schwarmgeist, das bezeichnet eine sehr emotionale, eine sehr nach innen gerichtete, gefühlsbetonte Sichtweise des christlichen Lebens, den hatte es in der Reformation und im Pietismus gegeben, beispielsweise im Mystizismus oder in der Beschäftigung mit den Wundmalen Jesu und so etwas, und der hatte in der Tat sonderbare Blüten getrieben. Und diese wollte man vermeiden. Das Wort Schwarmgeist wurde allerdings zu einem Begriff, mit dem man auch bald jede überhaupt emotionale, gefühlsbetonte Regung abwürgen konnte. Es fehlte den deutschen Leitern schlichtweg auch an der Erfahrung im Umgang mit solchen Situationen und mit solchen Manifestationen. Es fehlte ihnen an der Gabe der Unterscheidung der Geister wie sie uns im 1. Korinther 12, Vers 8 bis 10 genannt ist. Um im Gleichnis des Unkrauts auf dem Acker zu sprechen, das Jesus in Matthäus 13 uns weitergibt, hatte der Feind gleich Unkraut unter den Weizen gesät, der da aufging. Und manches, was nun ans Licht kam, entsprach tatsächlich nicht dem Wirken des Heiligen Geistes. Wir lesen. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach. Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam der Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. Als aber die Saat aufsproste und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. So wurden beispielsweise einzelne Lehren vertreten, die man durchaus als problematisch erkannte. Beispielsweise hat man gesagt, nur derjenige, der in Sprachen spricht, ist überhaupt Christ. Oder es gab eine Lehre des reinen Herzens, die insbesondere auch von Jonathan Paul vertreten wurde. Scharfe Gegnerschaft erfuhr die Pfingstbewegung zu diesem Zeitpunkt plötzlich vom Blatt der Evangelischen Allianz. Insbesondere von dem Schriftleiter Bernhard Kühn. Der hatte eine Kehrtwendung vollführt und nun griff er in zahlreichen Artikeln mit Schärfe und Energie die Pfingstbewegung an. Er warnte vor einer Gefahr einer schwarmgeistigen Bewegung. Und in dieses Dilemma zwischen begeisterter Erwartung auf der einen Seite, man erwartete das Wirken des Heiligen Geistes, Irritation, Kritik, mangelnder Geistesunterscheidung auf der anderen Seite, kam es nun im Jahre 1907, im Juli, zu den sogenannten Kasseler Vorgängen. Und diese Kasseler Vorgänge, die ließen in dieser schwierigen Zeit die Diskussion über dieses Thema in der geistlichen Leiterschaft eskalieren. Der bereits erwähnte Heinrich Dallmeier, Evangelist des Gnadauer Verbandes, hatte evangelistische Veranstaltungen in Kassel anberaumt im Blaukreuzsaal. Und dazu hatte er, wie wir schon gehört haben, die beiden Norwegerinnen eingeladen. Und ich möchte einen kurzen Ablauf dieser Veranstaltung geben, weil sie für die damalige Diskussion außerordentlich bedeutsam waren. Die Veranstaltungen begannen am 7. Juli 1907 und nach einiger Zeit waren immer so um 500 Teilnehmer, 500 Besucher dabei. Es gab morgens und abends Versammlungen und nachmittags Bibelstunden. Am zweiten Tag gaben die Norwegerinnen erste Botschaften weiter in ihrer Muttersprache, die übersetzt wurde und es war eine starke Vollmacht da. Am vierten Tag gaben die beiden Norwegerinnen nachmittags erstmalig Zungenrede mit Auslegung weiter. Und an diesem Abend rastete der leibliche Bruder von Heinrich Dallmayr, August, abends aus. Er machte Luftsprünge, schlug mit den Armen um sich, schrie ständig Halleluja. Und für Heinrich Dallmayr war das der Beweis der Geistestaufe, auf die man so lange gewartet hatte. Doch schon am nächsten Tag, dem fünften Tag, fühlte Dallmayr sich zunehmend überfordert und er wollte die Veranstaltung bereits jetzt abbrechen. Er kündigte am Abend das Ende der Veranstaltung für den nächsten Tag schon an. Doch die Frau von August, diesem ausgerasteten Bruder, die war sehr sauer auf die Bewegung. Und des Nachts erlebt sie in ihrer Wohnung wie eine Wolke oder was, auf sie kommt und sie die Botschaft erhält, im Blaukreuzhaus bleiben, weitermachen, bis Joel 3 erfüllt wird. Das heißt die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und sie geht zu ihrem Schwager und berichtet ihm das und Heinrich Dahlmeier glaubt das, glaubt, dass da ein Reden Gottes drin ist und gegen seine eigenen Bedenken beschließt er, die Veranstaltungen weiter fortzuführen. Die Norwegerinnen warnten Dalmaier mehrfach davor, dass es falsche Prophetien geben würde, dass er gewappnet sein solle und dass er sich vorbereiten solle. Doch am 13. Tag, das war der 19. Juli, Kam es dazu, dass in der Abendveranstaltung ein gewisser Engelhard Achenbach, ein Christ, ähm, zu Boden fällt und einen Schmerz in der Brust fühlt. Dalmayer bleibt bei ihm, betet noch mit ihm und die beiden sprechen bis nachts um eins miteinander. Und dieser Achenbach gibt allerlei Worte an Dalmayer weiter, beispielsweise: Du hast die Gabe der Geisterunterscheidung. Die Stunde dafür werde kommen. Und er sagt, du darfst das auf gar keinen Fall weitergeben. Du musst Schweigen darüber bewahren, musst deine Aufzeichnungen wegschließen. Es darf keiner mitbekommen. Sehr sonderbar. Dahlmeier sagt 1910 selber, dass aus Achenbach ein Wahrsagegeist gesprochen haben muss. Leider hat er später, Dahlmeier, die ganze Pfingstbewegung als mit diesem Wahrsagegeist infiziert betrachtet. Am 14. Tag beginnen die Veranstaltungen zunehmend außer Kontrolle zu geraten. Und zwar nachdem diese nächtliche Offenbarung gegeben worden ist. Es kommt dazu, dass ein Hauptredner abends in Ekstase gerät. Er fängt an, mit einer Bibel auf eine Frau einzuschlagen, die flüchtet. Ein Pastor liegt auf der Erde und windet sich und zischt. Und es gibt ein zunehmendes Chaos. Menschen werden durch die Worte, die dort gegeben werden, bloßgestellt. Am 15. Tag lesen wir von Elias Schrenk. Elias Schrenk, 76 Jahre alter Evangelist, war als Augenzeuge nach Kassel geschickt worden, um zu sehen, was dort passiert. Das hatte er sich sehr schnell rumgesprochen, dass dort ein geistlicher Aufbruch geschah. Er war eine Woche lang anwesend und reiste an diesem 15. Tag ab. Und er machte folgende Aussage an diesem Tag. Brüder, man hat mich nach Kassel kommen lassen mit dem Gedanken, ich möchte die Bewegung zum Stillstand bringen. Allein den Dienst konnte ich den Brüdern nicht tun. Diese Bewegung ist von Gott. Seit 50 Jahren warte ich auf Geistesgaben und freue mich, dass der Herr in unserer Zeit antwortet. Die Bewegung wird weitergehen. Aber ich wünsche, dass sie in biblischen Linien weitergehen möge. In Kassel hat man Fehler gemacht. Man hat die Welt eindringen lassen. Am 19. Tag, der 25. Juli, da kommt es zu dem eigentlichen Problem. Die Versammlungen entwickeln sich zum absoluten Chaos. Einige der gegebenen Worte spornen aber zum Aushalten an. Man müsse dranbleiben, man müsse weitermachen. Und dann beginnen sich die Menschen, die Zungenbotschaften weitergeben, gegenseitig zu widersprechen und irgendwann wird es den norwegerinnen zu bunt und sie sagen sich sie erheben sich und sagen was jetzt in zungen geredet wird ist nicht vom heiligen geist doch dahlmeyer schaut dem tatenlos zu er weiß nicht was er damit machen soll er weiß nicht wie er eingreifen soll er verbietet weder dass diese botschaften weitergegeben werden noch stellt er sich hinter diese beiden norwegerinnen er ist völlig überfordert mehrfach weisen die norwegerinnen das, was dort gesagt wird, zurück in aller Schärfe, aber ihre Forderung, das zu stoppen, wird keinen Raum gegeben und sie beschließen abzureisen. Sie beenden ihre Mitarbeit, verlassen den Saal und reisen ab. Am 20. Tag sind die Norwegerinnen als Pfingstler weg. Und ab diesem Tag entwickeln sich die Veranstaltungen ganz problematisch. Morgens gibt Dallmeier die Worte von diesem Achenbach weiter und sagt, er habe die Gabe der Geisterunterscheidung und all das, was gestern am Vortag gesagt worden wäre, sei von Gott. Er dürfe nun diese Gabe verkündigen und er distanzierte sich von den Norwegerinnen und ab dem Zeitpunkt entleisten die Veranstaltung. Am 23. Tag erschien ein groß aufgemachter, polemischer Artikel in der Kasseler Zeitung. Und Massen der Bevölkerung kamen daraufhin auf die Beine. Das heißt... Wenn die Versammlungen stattfanden, fand man die Straßen blockiert mit Menschen. Je bewegter die Versammlungen im Saale wurden, umso lauter grölten die Menschen auf der Straße. Immer mehr Schaulustige kamen, ganze Straßenzüge wurden blockiert. Am 26. Tag, dem 1. August, kommt es in der abgesperrten Schillerstraße zwischen den Massenaufläufen zu Schlägereien. Die Polizei schreitet ein, nimmt Verhaftungen vor und schließt die Versammlung. Sechs Tage nach Abreise der beiden Frauen. Diese Vorfälle sorgten für unglaubliche Irritation unter den deutschen Christen. Es kam zu großer Verunsicherung und es kam zu der Forderung, ein klärendes Wort in dieser Angelegenheit zu geben. Die Berichterstattung über die Kasseler Vorfälle trieb Blüten. Es entstanden Gerüchte und diese unter einem unweisen Leiter innerhalb der Gemeinschaftsbewegung aufgetretenen Probleme, die in dieser Weise auch wirklich ein einmaliger Fall waren, wurden plötzlich als typischer Standard für den neuen pfingstlichen Aufbruch dargestellt. Bereits vier Monate später, im Ende November 1907, erschien in den Gemeinschaftsblättern ein Widerruf von Heinrich Dallmeyer. Er behauptete, der treibende Geist in der Los Angeles-Bewegung ist nicht der Geist Gottes, sondern ein Lügengeist. Mit dem Widerruf stellte sich sein altes Herzleiden wieder ein. Sein Bruder August hatte schon kurz zuvor davon gesprochen, Opfer eines Lügengeistes geworden zu sein. Er verfasste eine Schrift mit dem Titel Satan unter den Heiligen. Man muss beachten, dass diese Vorfälle im Rahmen einer landeskirchlichen Gemeinschaft unter der Leitung eines Gemeinschaftspredigers stattfanden. Weder in- noch ausländische Pfingstler hatten irgendwelche verantwortlichen Positionen inne. Und eigentlich handelte es sich nach der Abreise der beiden Norwegerinnen um eine rein interne Veranstaltung des Gnadauer Verbandes. Kurt E. Koch schreibt darüber: Die Kasseler Evangelisation war nicht von Pfingstkreisen, sondern vom Gnadauer Verband veranstaltet worden, dem Heinrich Dalmeier angehörte. Dass sie so ausartete, war wesentlich seinem Versagen zuzuschreiben.